Bei uns im BDMP gibt es eine Disziplin, die nennt sich DKS. DKS steht für dynamisches Kleinkaliberschießen. Und innerhalb dieser Disziplin haben wir eine verhältnismäßig große Bandbreite an Optionen, wie wir diese Disziplin schießen können. Unter anderem schießen wir zum Beispiel die Großkaliberdisziplin PP1 und NPA innerhalb von DKS. Und das machen wir mit halbautomatischen Langwaffen im Kleinkaliber, ebenfalls wie mit Kurzwaffen. Für Kurzwaffen DKS-1, Langwaffen DKS-2. Ist in meinen Augen eine ziemlich coole Disziplin. Sie macht richtig, richtig Spaß, ist kostengünstig und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, sich diese Disziplin einmal anzuschauen. Innerhalb der Disziplin gibt es eine richtig schöne Bandbreite an verfügbaren Waffen, die man schießen kann. BDMP-Reglement verbietet es, Kurzwaffen zu verwenden, bei denen das Magazin vor dem Abzugsystem sitzt. Das heißt, wir sprechen hier dann somit tatsächlich entweder über Spobis, wo das Magazin im Griff ist, wie zum Beispiel meine FN 150 Schräger International, oder eben Gebrauchspistolen in Kleinkaliber bzw. Großkaliberwaffen, aber mit einem KK-Wechselsystem drauf. Geile Sache. Es gibt auch viele Neulinge, die sich vielleicht noch nicht so wirklich an Großkaliber herantrauen wollen, was vollkommen in Ordnung ist und legitim ist. Und denen kann man dann auch gerade zum Üben durchaus mal eine Kleinkaliberwaffe in die Hand drücken. Und das ist ein kostengünstiges und kosteneffizientes Training. Und es bietet dem Schützen die Möglichkeit, also dem Neuling die Möglichkeit, sich erstmal in das Thema reinzufinden und zu gucken, wie er damit überhaupt klarkommt. Somit kann ich euch, wie ihr hier an dem Logo schon seht, die neue Kurzwaffe vorstellen. Und zwar sprechen wir hier über eine Walther PPQ M2 im Kaliber 22 LR in der Variante 5 Zoll. Richtig, 5 Zoll, das heißt die lange Version. Die PPQ M2 22 ist eine Umarex-Fertigung, wie die meisten KK-Waffen, die aus dem Hause kommen. Hier haben wir das gute Stück im Lieferumfang enthalten. Wir haben die PPQ M2 5 Zoll Kaliber 22 LR inklusive 2x12 Schuss Magazin. Richtig gehört, 12 Schuss. Das heißt, wir haben 12 plus 1. Zum Beispiel bei der Variante DKS-1, PP-1, könnte man somit die erste Serie 12 Schuss ins Magazin füllen und direkt loslegen. Braucht man keinen Magazinwechsel durchzuführen. Die Sportordnung sagt ja, 12 Schuss in 120 Sekunden einschließlich eines eventuellen Nachladens. Das heißt, ich darf 12 Schuss laden. Ebenfalls mit dabei entsprechendes Werkzeug, ein Ersatzkorn mit Leuchtstift, Schraube und bei dem Werk einen Führungsstift und der entsprechende Schraubenschlüssel, den man benötigt, um zum Beispiel den Lauf auszubauen. Dann haben wir den Transportpömpel, Schlagbolzensicherung und wir haben mehrsprachige Bedienungsanleitung. So, was gibt es denn hier über diese Pistole denn zu sagen? Nun, wie gesagt, wir haben eine 5 Zoll Variante, 12 Schuss Magazin. Auch wenn es hier nach aussieht, es ist kein Striker-Fire-System. Muss man direkt sagen, sondern es ist ein Abzugssystem mit innenliegendem Hammer. Wir haben eine Ladestandskontrolle, eine indirekte Ladestandskontrolle, und zwar hier oben ist eine Murmel im Tank, kann man hier drüber über einen kleinen Schlitz sehen, dass tatsächlich eine Murmel im Tank ist. Cocking Serrations vorne und hinten, finde ich eine coole Sache, das heißt, man kann hier schön über vorne laden, man kann von hinten laden, ich kann auch hier den Press-Check machen, wie ich es gerne möchte. Wir haben eine in der Höhe und angeblich in der Seite verschiebbare Visierung, ich sehe jetzt hier nur in der Höhe, seitliche Verschiebung anscheinend nur innerhalb des Schwalbenschwanzes verschiebbar. Wir haben vorne ein Leuchtkorn. Es ist wie gesagt ein zweites Korn mit dabei. Hier haben wir, glaube ich, auch so ein Gelb. Und beim zweiten Korn, wenn ich es richtig sehe, ist das ein orangener Leuchtstift. Ich habe das mal Probe gehalten. Ziemlich cool. Leuchtet ziemlich genial. Mal gucken, ob man das so ein bisschen sieht. Ja, sieht man gut. Sieht man ziemlich cool. Sammelt also wunderbar das Licht und bündelt es hier vorne in diesem Punkt. Das sehe ich sogar aus diesem Winkel, wie hell das ist. Und wie gesagt, in der Höhe verstellbare Visierung, gerade Kimme, die dann hier über diese kleine Schraube, dafür haben wir das Werkzeug, dann nochmal in der Führung verschoben werden kann.
Zum Zerlegen kommt man sich ein ganz klein wenig vor wie bei einer Schreckschusspistole, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir haben hier einen quasi starren Lauf. So, zum Zerlegen ziehen wir den Takedown-Lever nach unten, diesen Schnapper. Ziehen den Schlitten nach hinten, nach oben und vorne runter. So, der Schlitten ist Alu, sieht aber nach vernünftiger, wertiger Qualität aus, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier hinten, wie man sieht, innenliegender Hammer. Wenn ich also den Abzug ziehe, schnellt der hoch. Das ist so ein bisschen wie ein normales Spopi-System und wird dann durch das Repetieren wird er wieder nach unten gesetzt. Abzugsgewicht liegt in etwa laut Walter bei 2,2 Kilo. Wenn ich den Lauf richtig sauber machen möchte, dann muss ich ihn auseinandernehmen. Und dafür ist extra dieser Schraubenschlüssel dabei. Dafür entferne ich vorne die Gewindehülse. Ja, schraube ich ab, kann die Gewindehülse runternehmen, habe ich einen Laufmantel. Und dann habe ich den Laufmantel runter, kann ich den Lauf nach hinten rausziehen. Und dann habe ich so ein dünnes kleines Läufchen. Das macht das Reinigen durchaus ein bisschen angenehmer, ein bisschen sauberer, da ich weg vom Gehäuse tatsächlich hier das Putzgerät, die Bürste, wie auch immer, durch den Lauf führen kann. Ich kann hier hinten die Patronenkammer drumherum richtig sauber machen. Zum Zusammenlegen gehen wir umgekehrte Reihenfolge vor. Man muss aufpassen, hier gibt es eine kleine Nase, eine kleine Nut, die muss entsprechend nach unten zeigen. Kann man durch leichtes, dezentes Drehen entsprechend an Ort und Stelle positionieren. So, und dann nehmen wir die Gewindehülse, gucken, dass man eben das Gewinde nicht beschädigt, sondern ziehen wir das einfach mit Gefühl entsprechend an. So, dann die Federführungsstange wieder, die gerade rausgeflutscht ist, wie ihr sehen konntet, wieder einsetzen, gucken, dass sie richtig rum reingeht, ist drin. Dann nehmen wir die Rückholfeder, setzen die wieder ein, nehmen den Schlitten, wie bei einer Schreckschusspistole, entsprechend drauf, runter, Takedown, Latch wieder nach oben schieben und wir sind wieder zusammengesetzt. Was wir bei dieser Waffe nicht haben, sind austauschbare Griffrücken. Der Griff ist, wie er ist. Ist für mich gerade so, sage ich mal, zumindest mal hier oben, weil wir haben hier tatsächlich einen Beavertail und damit komme ich mit meiner Hand schon weit nach vorne. Die Ergonomie bei Walter ist sehr, sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Sie sitzt sehr schön in der Hand. Dieses Stippling, diese Textur am Griff ist gewöhnungsbedürftig, muss man ganz klar dazu sagen. Ist aber dennoch angenehm, also jetzt nichts Dramatisches. Ich habe sie noch nicht geschossen, Stand jetzt, werde ich aber demnächst wohl tun. Und dann werden wir mal sehen, wie dieses Teil sich auf der Range verhält. Und ich bin mal gespannt, wie sich hiermit tatsächlich, sage ich mal, jetzt so diese Disziplin PP1 NPA schießen lassen. Die UVP der Walter PPQ M2 Kaliber 22 mit 5 Zoll Lauf liegt bei 549 Euro.